Ja, so langsam verabschieden wir uns hier von den Bahamas. Das ist jetzt so unsere letzte Fahrt. Einen Stopp haben wir noch zum Ausklarieren. Werden wir ungefähr so 23, 24 Stunden wahrscheinlich brauchen. Müssen wir morgen früher so ankommen. Und dann geht es eben halt weiter nach Panama. Zu den Bahamas. Bahamas ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil wir haben unheimlich viele große, wahnsinnig große Sandbänke mit Wassertiefen von 1 Meter, 1,5 Meter, manchmal unter 1 Meter. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, das auszuprobieren, was mit unserem Schiffchen so möglich ist. Und wir konnten dann stellenweise wirklich weit reinfahren, manchmal auch weiter wie so ein Katamaran. Und da habe ich natürlich meine Freude dran gehabt. Manchmal zum Leidwesen der Lora, weil sie meinte immer, wir würden das Ding auf Grund setzen. Und naja, bei meinem waghalsigen Fahren könnte sowas natürlich mal passieren. Aber ich habe ja den Lora am Anfang. Nein, also das war wirklich toll hier und das werde ich so ein bisschen vermissen. Und ansonsten möchte ich jetzt, möchte weiter. Nahezu 3 Monate segelten wir in den Bahamas, in den Outer Islands und in den Exumas. Wir wurden überwältigt von den unendlich vielen Wasserfarben, der herzlichen Gastfreundschaft und der speziellen, einmaligen Landschaft. Und unsere Anixi zeigte ihre Stärken in diesem spannenden, flachen Segelrevier. Am 24. Mai nehmen wir Abschied von dem fantastischen Ankerplatz French Wells vor Crooked Island und starten zu unserem letzten Turn innerhalb der Bahamas. Wir lagen jetzt ungefähr genau zwölf Tage in French Wells. Es ist ein wunderschöner Ankerplatz gewesen vor Crooked Island. Eigentlich wollten wir den Bight, also dieses Flachgebiet zwischen Crooked Island und Eklins, noch erkunden, aber irgendwie hat es uns in French Wells so gut gefallen, dass wir da einfach hängen geblieben sind. Und heute Morgen gegen 8 sind wir los, raus aus dem Cut und segeln jetzt nach Inagua. Inagua ist die südlichste Insel, wo wir austarieren können und müssen auch einen Test machen. Ich war im Vorfeld, habe ich mich natürlich wieder versucht, persönlich mit den Behörden kurz zu schließen in Panama und die haben uns mitgeteilt, dass in Bocas del Toro, wo wir hinsegeln möchten, wir einen Test mitbringen müssen. Eigentlich total egal, aber 8 Tage alt ist, aber bevor wir hier ablegen, sollten wir einen Test machen. In Inagua, in der Klinik, ist das möglich. Und ja, somit sollte das dann auch kein Problem sein, dort einzuklarieren und direkt auch frei zu sein. Wir sind gespannt, wie es funktioniert. Hoch am Wind ging es bei 12 Knoten Wind aus Ost, Nordost bzw. Ost an Castle Island vorbei. Die Wettervorhersage sagte uns für diese erste Etappe allerdings einiges Chaos voraus, was dann tatsächlich auch eintraf. Eben ein typischer Squall. Erst Wind mit fast 30 Knoten und dann plötzlich wieder Wind. Ja, Windstill nicht, aber eben im Gegensatz zu vorher wirklich wenig Wind. Dann waren es noch 10, 11, 12 Knoten. Jetzt haben wir wieder um die 20, 22. Und der nächste Squall besteht jetzt bevor. Mal sehen, ob der Regen bringt. Wird eine tolle Nacht werden. Nora freut sich schon. Wir reften die Segel und mit Reff 2 im Groß und nur noch wenig Genua segelten wir in die Nacht. Am kommenden Morgen gegen 10 Uhr ankerten wir nach 26 Stunden und 130 Meilen vor Matthewtown und machten uns zunächst auf den Weg zum Covid-Test. So, jetzt gehen wir auf den Weg in die Klinik. Erster Step. Nachdem wir die Testergebnisse in der Hand hielten, ging es weiter zum Ausklarieren. Und auch hier war nach nur wenigen Minuten alles erledigt. Alles erledigt. Also wir fragen jetzt schnell nochmal bei der Immigration zur Sicherheit nach, aber beim Zoll ist alles erledigt.
Notfallpapiere haben wir. Yay! Wir probieren hier mal was Neues. Schmeckt gar nicht schlecht. Knapp ein halber Liter. Spezialbier. Haben wir uns das verdient? Haben wir verdient, weil wir müssen so schwer schleppen. Wir haben eingekauft. Unsere Reise liegt ja eine Woche auf dem Wasser. Schon am späten Nachmittag waren wir wieder unterwegs und wir segeln in unsere erste Nacht auf dem Weg nach Panama. Richtung Windward Passage, die sich zwischen Kuba und Haiti befindet. Laut den Wettervorhersagen von Wetterwelt und dem ECMWF-Modell, welches wir über Windy abriefen, erwarteten wir eine ruhige Überfahrt. Wir sollten uns allerdings sputen, um nicht in eine größere, windschwache Phase zu geraten. Wir legten wie immer besonderes Augenmerk auf die durchschnittliche Windstärke, Windböen, Wellenhöhe und den Cape Index bzw. die Squall- und Gewittergefahr. 24 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Wir sind gestern, nachdem wir alles erledigt hatten, auf Inagua in Matthewtown gegen, also genau gesagt, 16.50 Uhr Anker auf. Jetzt ist 16.50 Uhr der nächste Tag. Allerdings hat Gott die Zeit schon umgestellt, da muss ich ein bisschen aufpassen hier. Bin 134 Meilen gefahren, es war eine echt chillige Nacht. Immer so um die 18 bis 20, 22 Knoten Wind, schön von hinten, von Achtern. Wir sind von vornherein nur unter Genua unterwegs und das läuft echt ganz, ganz super. Jetzt haben die Wellen seit einigen Stunden auch noch ein bisschen abgenommen, beziehungsweise kommen exakt von hinten. Und es läuft echt sehr ruhig. So kann es weitergehen. Bam hat es gemacht. Und wir sind hier auf dem Atlantik. Bin ich nach Panama. Ungefähr, ja. Ja, 24 Stunden haben wir hinter uns. Oder vielleicht auch noch nicht ganz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es einen Knall gegeben. Und das Ruder ging nicht mehr. Jetzt bin ich am gucken, was es ist. Aber so wie es aussieht, sieht es scheiße aus. Ich vermute, oben drin die Kette ist gerissen von der Steuerung und da habe ich keinen Ersatz. Der ist noch ganz. Der ist noch ganz. Tja, ist die Kette kaputt. Die Kette oben gebrochen. Vermute ich, dass das Rad selber kaputt ist, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist die Kette kaputt. Ich habe versucht, mit der Notpinne zu steuern. Wir haben hier so einen Ruderdruck drauf mit der Notpinne. Für 5 Minuten oder sowas, oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde vielleicht um das Schiff in den Hafen zu bringen. Machbar. Aber wir haben hier Welle. Wir haben Wind, wir kriegen noch eine Kreuzsee. Keine Chance. Momentan steuert der elektrische, weil der geht direkt auf den Kranz. Den habe ich damals hier umgebaut. Aber wir haben ein Batterieproblem. Das heißt, der kann über Nacht nicht steuern. Und er steigt ab und zu aus. Weil wenn der Ruderdruck zu groß wird, wird er überlastet und als ein Schutz drin, dann schaltet er ab. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem. Ja, ich bin gerade dabei, unsere Ruderanlage auseinanderzubauen, weil die so ein bisschen viel Spiel hat. Einmal in den Stahlseilen und einmal auch hier in dem Ruderblock selber. Da hat es ein bisschen Spiel. Gucken, was ich da so machen kann. Und das ist auch ganz gut, dass ich das jetzt mache, weil da habe ich festgestellt, dass sich unsere Drahtseile hier verabschiedet. Und gut, jetzt ist das nicht schlimm. Jetzt kann ich da was machen. Wenn das natürlich passiert, wenn du schön auf dem Atlantik am Fahren bist, womöglich dann das nur nachts, weil tagsüber passiert sowas ja nicht. Ja, dann haben wir ganz großen Mist, weil dann können wir nicht mehr steuern. Weder der Oscar, unsere Windfahrensteuerung, noch per Hand. Dann müsste dann die Notpinne her und werde ich das gleich mal mit reparieren. Ja, im Zusammenhang, wie ich den hinteren Teil von unserem Steuerkranz Anfang der Woche, letzte Woche oder was, gewartet habe, die Seile neu eingestellt habe und alles,
habe ich natürlich unsere Notpin auch nochmal so ausprobiert, ob sie drauf geht. War so verrostet, konnte ich gar nicht setzen. Dann habe ich sie so provisorisch frei gemacht und dass das erstmal so wieder drauf geht, dass man notfalls ein bisschen steuern kann. Und habe aber gedacht, das brauchst du sowieso nicht. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, sonst hätten wir die gar nicht setzen können eben. Ich hätte das Schiff dann gar nicht bewegen können aus dem Wind raus. Und wie der Zufall manchmal so ist, ich wollte es eigentlich gar nicht sauber machen. Ist auch noch nicht komplett sauber gemacht, aber... Neue Erkenntnisse? Ja, neue Erkenntnisse. Die Kette ist heile. Und zwar, was ich auf dem einen Ende habe ich hier das Drahtseil noch, die Drahtseilverbindung. Auf der anderen Seite habe ich nur die lose Schelle. Eine Schelle, um die Drahtseil zu befestigen. Das Drahtseil selber liegt jetzt noch unten. Das muss ich jetzt noch rausangeln, muss gucken, was ist da losgegangen. Ist das da nur rausgerutscht oder ist das da gebrochen, was auch immer. Drahtseil habe ich noch irgendwo eingegraben, finde ich mit Sicherheit. Das ist alles nicht das Problem. Ich muss jetzt nur gucken, was da los ist. Und dann dementsprechend... Reparieren! Es ist mit den Möglichkeiten, so wie es momentan aussieht, mit den Möglichkeiten, die ich hier an Bord habe, zu reparieren. Dauert alles ein bisschen, aber ja. Das ist passiert. Ja, eigentlich eine Kleinigkeit. Ist natürlich beschissen, mitten auf dem Atlantik sowas reparieren zu müssen. Aber das kriegen wir hin. Nur, man kann natürlich nicht das gesamte Schiff jedes Jahr auseinanderbauen, um jede Kleinigkeit zu kontrollieren, weil das sieht man nur, wenn man die gesamte Steuersäule zerlegt und die Seile ausbaut. Macht kein Mensch, geht einfach nicht. Turnusmäßig nach so und so vielen Jahren austauschen, ja, das macht sicherlich Sinn. Ja. Wir haben halt vieles neu gemacht, aber eben nicht alles. Ja, ich bin gerade am raussuchen, was ich hier habe. Ich habe ja nun Wandenersatz mitgenommen und ich habe hier noch ein bisschen Relingsdraht und so was. Und ein Relingsdraht hatten wir schon erneuert, weil ihr einen Faden gezogen habt. Und den werde ich jetzt nehmen und passend für die Lenksäule schneiden. Ich habe hier noch neue Drähte für die Lenksäule selber, was um den Teller geht. Wenn da einer kaputt gehen sollte, da habe ich noch Ersatz. Also wir haben schon eine ganze Menge an Ersatz dabei. Wie gesagt, da liegt jeweils noch mal eine Wand, liegt da noch. Wenn uns eine Wand kaputt gehen sollte oder Achterstag, liegt dort auch noch eins. Und also wir haben schon viel mit. Ja, das war ja das alte, zerfetzte. Und dann habe ich hier so ein bisschen was Neues gebaut. Ich habe zwar keine Klammern zum Pressen, aber die Dinger müssen auch wunderbar halten. Jetzt füllen wir das mal ein und dann schauen wir mal. Ja, die Sonne ist gerade runtergegangen, unsere Steuerung funktioniert wieder. Jetzt werde ich das jetzt provisorisch so ein bisschen zusammenbauen, dass wieder ein bisschen aufgeräumt ist und dann aber morgen noch mal ein bisschen abdecken und alles noch mal ein bisschen fetten und dann endgültig wieder zusammenschrauben. Aber das kann man morgen wieder machen und das müssen wir jetzt nicht machen, wenn es langsam dunkel wird. Und wie gesagt, Energieprobleme haben wir auch. Von daher mit unserem Autopiloten müssen wir sehen, dass wir die Windfahnsteuerung jetzt gleich wieder zum Laufen kriegen. Das ist das wichtigste Priorität und dann ist gut. Mit Sonnenuntergang war die Steuerung wieder repariert und wir segelten unsere zweite Nacht auf unserer ereignisreichen Überfahrt von den Bahamas nach Panama. Wie wird es uns während der kommenden Tage auf See ergehen? Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns auch auf unserer weiteren Reise begleitet. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, gebt gerne einen Kommentar ab und wenn ihr keines der kommenden Videos verpassen möchtet, abonniert doch einfach unseren Kanal. Bis zur nächsten Episode.